Wow. Drück ihn einfach in die Falle rein, wenn du kannst. Die sind durch die Wand. Aua. Arschloch. Was war hier noch? Die sind durch die Wand. Die Base ja. ist im implementiert. Scholl hat gerade erfahren, wie es ist, wenn man einen Baumstamm auf den Kopf kriegt. War ja nicht das erste Mal Bulli, gell? Ach, ruhig da. Wann sind denn die hier durchgebrochen? Gerade. Lol. What the fuck? Was ist so passiert? Die haben ein Loch in die Mauer gehauen. Ja. Ich repariere das gleich mal. Macht sie einmal. Hier sind noch Baumstämme. Ich mache auch mal den Baum hier kaputt, der hier direkt steht. Aber ich fäll den aus dem Lager raus, keine Sorge. Warte, ich geh da lieber noch ein bisschen auf die Seite. Der wirft brennende Steine hier. Nein, das sind Molotov-Cocktails. Das sah aus wie Steine, sorry. Puh, das war ganz knapp. Komm her, Schweinebacke! Wow, wow, wow! Eise Jambalaya! Aua, aua! Hinter dir ist noch einer. Ja, ich muss kurz heilen, weil sonst bin ich gleich platt. Hilfe! Der klettert in unser Baumhaus, der Pisser. Molotowski-Typ ist down. Wir haben einen in der Base, der klettert gerade da hoch, so, ne? Aber hackt jetzt bitte nicht das Baumhaus kaputt. Boah, ich sehe fast gar nichts, ey. Und mir ist kalt. Mir ist eiskalt. Der ist Boden, der ist platt. Mir ist auch eiskalt. Mir ist auch kalt und wieso haben wir Kaffee? Wieso ist das Feuer aus, ja. Ja, ich schon. Und Schul, bist du von der Falle überzeugt? Fick dich. Okay, Leute, aber wir können immer noch nicht pennen. Was ist denn das hier, sag mal? Was heißt ja eigentlich fick dich, hallo? Ja, du hast einfach, weißt du, du gehst da hin, haust den Typen da durch, dann fällt der Baumstamm auf dich und zu mir sagst du, fick dich. Also irgendwie, Kollege, ne? Ey, wo waren das nur schnell mit Wand bauen? Auf jeden Fall Bertha irgendwo. Und da musst du mal gucken, welcher Reiter das ist. Guck mal, die sind weiß, die sind schon. Guck mal, die sind weiß, die sind schon gepökelt, Alter. Die sind schon gesalzen, also gewürzt. Die schmeckt bestimmt. Andi, grüß dich, wie geht's dir? Wo? Oh geil, du hast was zu essen auf dem Grill. Mega! So, kann ich eigentlich die Beine. Ja, genau, das konnte ich auch. Hier, ich hab nochmal zwei Arme auf dem Grill, falls irgendwer Lust hat, ne? Sehr schön. Also einen Arm nehme ich mir dann auf jeden Fall auch noch, aber... Ich spring da hier noch hier, halbgrillfertigen. Mit Mach Taschenlampen, mal. Totenkopf. Die kannst du schon mal auseinanderbasteln, wenn du willst. Ist der. Hier, wenn irgendwer was zu essen braucht, da liegt noch ein also Arm auf dem Grill. Sagst du, ich soll Kinderteller draus machen, ohne Ärmchen, ohne Beinchen. Aua! Hier, Schulter ist noch. Na, okay, dann esse ich es ja selber. So, er ist so vertieft in seine Lektüre. Ohne Beinchen. Nö, ich rasier mich sicher nicht, Andi. Oh mein Gott, der hat schon wieder was. Und da sind zwei. Darin. Hallo, Freunde! Na, du Schuller! Komm her, du Arsch! Ich trau mich nicht zu, weil die machen einen Hit bei mir und ich lieg schon wieder. Wo ist er hin? Er ist irgendwo um die Base gelaufen, aber ich sehe ihn nicht. Ja. Ist er in irgendeine Falle reingelatscht? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ah, ihr habt die Fallen schon wieder neu gemacht. Das ist gut. Das ist schön. Wir brauchen noch ein paar von diesen Nagelbrettfallen. Weißt du, was ich brauch? Ich finde das nicht mit. Pass auf, gib mir kurz ein bisschen Rückendeckung. Ich guck schnell nach. What is? Das muss eigentlich beim Haus sein. Nein. Nee, Mann, jetzt. Nein, nein, nein. Entweder beim. Das ist. Warte. Wir finden es gleich. Ich hab's Baumhaus gefunden.
Grundlegende Wand habe ich gesehen. Gefunden. Hier, das ist der letzte Reiter von der linken Seite. Auf der letzten Seite unten links. Verteidigungswand. Ah, da ist. Boah, Alter. So, bau mal hin. Dann, achso, warte mal kurz. Ich mache mir hier die Wurzel weg. Die muss ja nicht sein. Ja. Na, wieso besser gehen, Andi? Was ist los? Okay, mehr geht nicht. So, jetzt kannst du Baustelle ziehen. What? Wir haben Besuch. Zieh die Wand schneller. Schon, zieh die Wand. Ach, cool. Ha! Hier, meine Falle. Haha. Meine Falle. Komm her, Miststück. Ich hack dir die Beine weg. Komm her, du Arsch, du Raben, du hässliches. Hier ist ein Geschrei. Wo sind nur Baumstämme da? Also unsere Falle hat gerade einen erschlagen übrigens. Das ist gut. Sehr gut. Wir das brauchen Baumstämme. Alle funktioniert auf jeden Fall. Ja, warum? Aber ich brauche Baumstämme, aber flott. Sonst ist das gleich. Kommt das gleich wieder. Ja, ich würde sagen, wir schlafen jetzt mal, weil dann sind die weg. Dann haben wir einen Moment Ruhe. Los, alle ab zum Pennen. Schul, komm, schlafen gehen. Ja, schlafen funktioniert. Oh. Ab ins Bett, Kinder. Ab ins Bett. Ich hatte mir nur von der Arbeit die kleine gemeine Asiate mitgenommen und habe immer noch Einschränkungen. Okay, kein Kommentar. Jackie, bin ich jetzt alt für den Scheiß für die Aussage oder zu jung für den Scheiß für die Aussage, aber ich check's nicht. Ich auch nicht. Ach so. Corona. Ah, okay. Und das geht's mit, ja, jetzt. Hat jetzt dauert. Bei mir aber auch. Alter, von wo kommst du Baum her auf einmal? Bist deppert? Bist deppert. Baum fällt. Ja, fällt. Der fällt in die Richtung. War denn die richtige? Ja, Lucy, passt eh. Ich hab's noch nicht gecheckt. Wie? Was ist das für ein Baum? 6% verloren. Was verloren? 6% vom Lungenvolumen. Au. Uncool. Ja. Das ist echt scheiße. Prozent. Also hat sie aber anders Schicht erwischt, Andi. Hallo, fällst du um auch noch oder eh nicht? Nee, da glaube ich keinen Bock. Er fällt schon. Und genau im Bauch rein, ist eh klar. Stimmt. Hast du schon, hast du zufällig mal Subsistence gespielt? Nö. Es ist so, ich sag mal, vom Spielen her, es ist ähnlich tatsächlich wie The Forest. Hast halt so, auch will, also auch eine offene Welt. Da gibt es dann auch so Wölfe und Bären und sowas, die auch echt fies sind, ne? Verschiedene Level sogar haben. Ja, ja. Ist auch ganz, ganz witzig. Du hast so Jägerlager, wo dann wirklich so Wilderer und sowas leben. Die dich halt auch regelmäßig angreifen, ne?
Kann auch ganz witzig sein, aber es ist teilweise, also ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach zu krass. Klingt interessant eigentlich. Ist auch regenerierbar, ist kein bleibender Schaden, zum Glück muss halt jetzt schwere Medikamente nehmen, muss nur die Verschleimung loswerden. Okay, wenigstens das, Andi. Aber ich kenne genug andere, die hat es auch schlimm erwischt mit Corona. Vor allem mit Long-Covid. Meine Eltern haben es jetzt auch gerade tatsächlich. Corona. Aber alles im Grün soweit. Okay, sehr gut. Also ich war vorhin mal kurz da, weil sie auch heute Hochzeitstag hatten, bin ich mal kurz auf Distanz hin, habe ich auch gesagt, ich sag, bleibt bloß weg mit eurer Seuche. Sag wenigstens, ne, wenigstens mal kurz Hallo sagen und so. Auf 10 Meter Entfernung. Ja, ist so klar. Weil ich habe sowieso ein Immunsystem wie ein Stein, da geht halt eh nichts durch, aber sicher. Man muss ja nichts forcieren. Ja, ich auch, mein Glück war, dass ich mit ihm... Ja, komm jetzt drauf an, ob es wegen der Impfung so leicht nur gewesen, leicht in Anführungszeichen, oder hättest du das ohne Impfung auch so gehabt? Das ist heute jetzt wieder... Das ist ganz schwierig, also die einen sagen so, die anderen so. Also nee. Ich persönlich, ich habe mich halt impfen lassen und ich würde sagen, bei mir hat's geholfen durchaus, aber es kann halt auch Placebo sein, keine Ahnung. Nee. Muss jeder für sich selber wissen. Hey, ich war zweimal impfen. Aber drittes Mal habe ich mal keine Jackerl mehr. Das weiß ich. So, hier haben wir auf jeden Fall schöne Fallen. Das ist geil. Wieso ist da Loch? Achso, das ist die Tierhubs. Warum ist da schon wieder ein Loch im Zaun? Hallo, Leute. Also, wenn irgendwer Stöckchen hat. Ah, hier der Dante. Ja, ich hab Stöcke. Pass auf, ich mach einfach mal Baustelle. Ich mach einfach mal jetzt alles hier am Baustellen schon mal ready. Ja, mach Baustelle einfach. Das ist vielleicht doch sinnvoller irgendwie. Go on. Ja, yeah, schon wieder da was. Da unten grein zwar rum, aber das rennen gerade von mir weg. Das passt. Rennt das ist okay. Können schön wegbleiben, die Typen. Wo war der Baum? Ah, da. Ah, lol. Also ich habe das, wie gesagt, auch gespielt, halt, das Subsistence. Ist ganz okay. Ist halt ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du halt wirklich die ganzen Jäger dann da hast, die auch ständig deine Base angreifen, wird's halt irgendwann lästig, weil die dann auch wirklich mit Handgranaten zum Teil werfen, oder Molotow-Cocktails und sowas. What the fuck, was? Ja. Das wird halt schon hart. Aber täusch dich nicht, die werfen hier... Bulli, geh weg! Boah. Ja, das war sonst Karma, Bulli. Alles gut. Was soll denn das heißen? Nee, also ja, die... Letztes Mal. Ach, komm. Nur weil ich einen klitzekleinen Baum auf das Häuschen draufgelegt habe. Und auf mich. Jaha. So, jetzt habe ich keine Stöcke mehr. Und Dante rennt einfach hinter diesem scheiß Reh hinterher, geil. Hast du es denn schon mal getroffen, Dante? Und das Reh interessiert mich gar nicht. Ihr habt Stöcke geholt. Ach so, weil du... Ach so. Boah, wie das von dir aussieht, ey, überall die Baustellen für diese Baumstamm fallen da, ey, geil. Ah, da ist ein Besucher bei uns. Und der ist im Lager drinne. Ohne Scheiß, macht sie Kacktür zu, der ist im Lager. Hier sind zwei Leute im Lager, macht sie scheiß Türen bitte zu, Leute. Ich weiß nicht. Die Türen bleiben jetzt mal zu. Aua, komm her, du Schweinepriester, du hässlicher Fraggle. Kann mir irgendwer helfen? Das sind zwei oder drei hier. Oh, einer hat aktiviert da vorhin. Der rennt schon wieder. Was einer ist noch bei mir, aber den kriege ich alleine. Ja, Gollum ist gerade weggerannt, keine Ahnung. Ein Gollum habe ich noch hier bei mir. So, Gollum ist tot. Passt. Hat er verdient.
So, ich mach jetzt diese scheiß Türen zu. Ja, geil, hier ist auch eine. Ach, hier. Durch die eine Falle hier wollte wohl auch einer durch. Die ist nämlich ausgelöst. Ja, da draußen bei mir ist auch ausgelöst, aber ich habe keine Stöcke, das ist wieder herstellt. Also ist doch bestimmt wieder. Keine Ahnung, aber ich bin froh, dass ich sie mir geholt habe, aber genug jetzt davon. Ja, besser ist. Wo fliegt der Baum hier vom Dante? Okay, nicht zu mir, okay. Immer von Leut und Lager weg. Also wenn ihr an so einen Baum, also an so eine Falle rangeht, ne, achtet drauf, dass ihr nicht in eine andere Falle reingelatscht oder sowas. So, wo ist jetzt das? So, ich habe jetzt mal alles zugemacht. Weißt du, was ich jetzt eigentlich zur Zeit wieder so schlimm finde? Man hört jetzt wieder viel zu viel wieder von Corona da, Corona tut. Ja, das war echt so. Wo? Ah, jetzt. Ah, Falle ist fertig. Ja, man braucht halt nicht das Zeug. Hier, ich hab nochmal ein bisschen. Alter, der hat unser Busch zerlegt hier im Lager. Was geht denn bei uns da für Blasius herum und um, Alter? Oh, da sind zwei Stämme und die zwei Stämme brauchen wir gar nicht. Man hört eigentlich zurzeit wieder viel mehr über Corona wie Russland und Ukraine. Kommt mir vor. Ja, das ist aber wirklich so. Alle Fallen fertig. Nice. So. Ja, ich komme jetzt auch wieder raus. Ich habe gerade kurz ein bisschen gegessen. Wie gesagt, bitte Türen geschlossen halten. So, ich putze mir mal. Das sieht doch geil aus hier, muss ich sagen. Eigentlich hinter unserer Base ist immer kaum was, ne? Wir sagen erstmal auf der anderen Seite. Es ist eher da und auf der anderen Seite. Naja, genau. Auf der anderen Seite. Und natürlich auf der Front. Aber hinter uns war eigentlich noch nie. Ja, so ein, zwei Mal, aber da kann man auch nochmal was anderes hinbauen. Hinter uns ist halt auch der Abhang. Naja, klar. Ja, das ist es. So, ich nehme da gleich ein paar Stöcke mit. Weil da sind ein paar kleine Bäumchen. Naja, hier wird's angenehm, glaube ich. Ich hole erstmal Holz. Oder einer von euch holt schon mal Holz, ich setz Baustellen. Ja, setz Baustellen. Ich war tatsächlich am Federn sammeln, Bulli, damit du mal das ist geil. Pfeile kriegst. Das ist aber sehr geil. Das freut mich gar sehr. So, wo ist die Tür, die ist hier? Okay. Ja, ein Lauf, also bekommen die Hilfe kaum Geld noch, weil sie sich gerade selber helfen. Ja, ey. Ja, ey. Ist ja das wieder. Mein Gott, das Baustelle siehst du. Was ist mit dir, Bulli? Was? Ich bin noch dabei. Ach so. Chill. Ach so. Bleib mal ganz entspannt und geschmeidig und locker und so. Ja, hast recht, Andi. Wie geht's denn eigentlich deiner Frau, Andi? War es gut bei dir? Und sag mal jetzt nicht, ihr habt euch jetzt endgültig getrennt oder sowas. Baum fällt und passt. Die Falle hier steht scheiße, die brauchen wir wieder weg. Oh, lol. Oh. Hallo, wer bist denn du? Wie das aussieht, ey. Komm her. Alter, wie der auf mich zugrennt ist, oder? Der Trottel. Immerhin kein, nicht so, so Massenangriff. Oh, da ist der nächste. Wo? Hier, geradezu und links. Ja, da kommen wieder ein paar. Ja, hallo, mein Freund. Komm, wenn es geht, nebenbei versuchen die Fallen noch fertig zu stellen. Wenn sie dann reinlaufen, sind sie halt durch die Falle tot. Boah, ich hab schon wieder Willen. Vorsicht, da ist was. Da ist was bei dir. Komm her, Arschloch, komm her. Ja, Bossgeist ist so doof zu gucken, Kumpel. Du bist des Todes. Ich habe ja noch drei Stück bei mir, also wer Lust hat. Wow! Und die nächste, komm her. Wow! Wow. Stirb! Den Imperativ von Sterben schreibt bei mir. Sterbi! Ich könnte Hilfe gebrauchen, Freunde.
Wo? Da, wo mein Name steht. Ich sehe nur wen wegrenner. Oh, ich bin okay. So gut wie tot. Hab ich irgendwie Medizin? Ich habe kein Leben mehr, Leute. Ich habe kein Leben mehr. Ich bin blutüberströmt. Ich hab ja minimal Leben. Alle verscheucht. Ah, jetzt, Schlumpfi, jetzt. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, Schlumpfi. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, alles gut. Und von den drei Kindern sind zwei in der Schule. Nein, keine Angst. Wir haben das siebte Jahr gut überstanden und gehen nicht nur sogar ins neunte Jahr. Ja, sehr gut. Hey, ich kann mich nur erinnern, das war ja wie mit dem Streamen angefangen. Für alle, die was nicht wissen, der Andi war mein allererster Moderator auf Twitch. Ach, cool. Ja. Ja, läuft. Der Moin, ist wieder Andi. Back on Business. Weil zwar nicht als Mod, aber als Zuschauer in Twitch. Haben wir irgendwo noch Aloe Vera rumliegen? Wahrscheinlich nicht. Oh lol, wo ist denn der Hack? Oh lol. Wie bist du da hingekommen? Ja, was schreit hier rum? Ja, ich weiß aber noch nicht, wo. Oha! Hier schreibt was verdammt Großes. Habe ich so einen Eindruck. Timber! Ja, Timber fast auf den Arm drauf. Kommt ihr klar da draus? Moment, ich brauche einen Baumstamm, weil die steckt gerade richtig gut. Mein Gott, jetzt rennt's weg. LOL. Hey, da liegt was oben auf der Palisade. Ich hab's gerade gesehen, ja. Geil. Hobby. Ja, praktisch, ne? Diese Fallen. Ey, Schnienchen, hallo, schön, dass du da bist. Na? Konntest du dich von deiner Zeremonie loseisen? Das ist aber schön. Oh. What the hell? Was ist denn das, was da so schreit? Oder frag mich, was einfacher ist. Ey, sag mir nicht, der Muschiklaus steht vor der Base, Alter. Auf der anderen Seite. Oder wie? Ah, der Muschiklaus ist vor der Base, Oh lol, was ist das für Viech? 5 Haxen. Das ist der Muschiklaus, Es verfolgt mich. Der ist sauschnell. Lauf irgendwie durch Fallen und nimm ihn mit, keine Ahnung. Bist da mittendrin, hab euch nebenbei laufen. Das ist aber schön. Das freut mich, dass du das machst. Er ist auf einem Weg. Täusch dich nicht. Der kann ganz schnell wieder auftauchen. Das ist der Muschiklaus. Aber auch der ist, glaube ich, One-Hit tot, wenn der in so eine Falle reinrennt, ne? Wenn er in eine Falle geht. Ich hab einmal in so eine Stachelfalle reinlatschen lassen. Da war er auch sofort platt. Ey, ich hab's mir schon gedacht, als ich dieses Brüllen gehört habe, das ist kein normaler Wie Gegner. Mies sauer sind die auf uns, wenn die uns jetzt schon deinen komischen Muschiklaus da schicken. Sehr sauer. Oh, die Palisade hinten ist fast kaputt. Die Tür. Nein! Ich will aber nicht nur Andi. Ah, er ist da unten jetzt. Er ist weg. Wunschdenken, der ist nicht weg, der guckt hier hoch. Oh na, der geht ruhig. Jetzt geht er nach links. Geh ruhig da, Muschiklaus. Oh fuck, der Dante. Oh, ich seh doch nix. Da, Dante, komm mal zu mir. Da, schau in die Richtung, wo ich schau. Ach ja. Siehst ist ja den? Widerlich. Das ist der Muschiklaus. Ist ja ekelhaftens. Der hat uns die Rückseite von der Base fast komplett zerlegt auf der einen Seite. Ich glaube, ich habe gerade 8 oder 9 Mal an dem einen Zaunelement repariert. Und das war vorhin noch ganz. Der hat hier richtig gewütet. Ich habe gleich meine Falle wieder repariert. Ja, ich bin schon dran und baue noch weiter. Ich tue da den Baumstamm an meinem Weg, falls wir da eine Falle hingeben wollen. Jupp. Hier, Freunde, brauchen wir was zu essen von euch. Ich habe hier so ein paar Arme und Beine. Auf dem Grill. Ich komm schon. Weil ich bin an einem Plan. Weil ein bisschen Leben auffüllen ist, glaube ich, nicht schlecht. Das ist ein Muschiklaus, dass ich. Da. Ich glaube, der ist ein bisschen deppert. Ich möchte ja nichts sagen, aber wir haben einen Muschiklaus erledigt, gell? Ach, da waren sogar zwei. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Warte, ich gucke. Ach, können wir den auch essen? Mutantenrüstung gesammelt. Geil. Ich will auch.
Guck mal, Schnienchen, wir nehmen einen Muschiklaus auseinander. Aber können wir den jetzt zerhacken bestimmt, ne? Ich will ihn essen. Ich weiß nicht, ich bag mich immer so komisch, Fury, dass ich mit meinem Shell in seinem Arsch drinnen stecke. Ich hab ein Stück vom Muschiklaus. Ich hab ein Stück vom Muschiklaus. Was zum Geier treibt ihr voll vor? Ich habe ein Bein und einen Arm und irgendwas anderes auch vom Muschiklaus. Ja, eine Arschbacke wahrscheinlich, oder? Widerlich, Leute, widerlich. Gut, dass ihr zu zweit seid. Einer allein kann gar nicht so widerlich sein. Na, besser widerlich als widerlich. Aber ihr habt da jetzt eine Mutantenrüstung. Ah, hier, das ist eine Trophäe, die können wir uns hinhängen. Oder hier, das ist eine Trophäe, guck mal. Erhöht Rüstung, geil, ausrüsten. Das stimmt, habe ich ja auch. Mutant. Oh geil. Schaut euch meinen linken Arm an. Oder sieht man das? Bulli? Ja, ich hab auch. Guck mal. Ja. Und links, wenn du jetzt an deine Lebensleiste guckst, hast du jetzt einen lila, ja, einen kleinen lila Balken. Ja. Muschiklaus kommt nur mehr, ich brauch nur eine. Was? Muschiklaus kann ruhig nur mehr kämen. Hm. Dann aber bitte erst, wenn die Fallen alle stehen. Ne? Ja, da hat schon einer alles gefressen. Na super. Ich hab genau eins gegessen. Ich guck mal, ich hab noch zwei Arme im Inventar.